So. Ja! Ja, mit deinem Auge. So, du wirst einmal konvertiert. Ab ins Killergeschoss. Und dann... Ja, ich würde wahrscheinlich das Holz nehmen. Und wo ist das Auge? Auge? Augi, Augi? Keine Auge. Doch, da ist es. Gar nicht gesehen. So, jetzt könnten wir eigentlich weiter. Auf zum Kreuzzug. Jetzt, da du den Bischof dieses Gebiets besiegt hast, kannst du einen Weg... Du deinen Weg fortsetzen. Ja, ja, das kennen wir schon. Ich zumindest. Weiß nicht, was ich in der Episode hab. Vorlesen läuft nicht so. Oh, die Animation ist neu. So, erstmal müssen wir uns durchkämpfen. Haben zwar nicht viele Herzchen, aber... Jetzt ist es noch eins weniger. Ah, hier gibt's die Blümchen. Zumindest mehr, als wir schon haben, so wie es aussieht. Zumindest zwei erkenne ich. Brauch eine andere Waffe. Sind echt in dem Dungeon die... Sehr gut. Ein Herzchen, wie sagt es denn? Und drei Blümchen brauchen wir noch. Da hinten ist noch mal einer. Hier ist der Relikt-Typ. Ach Mist, ich hätte ja das andere einsetzen können. Einst von den Göttern, jetzt in göttlicher Macht. Augen und Ohren. Und dann war der Text weg. Schwanz des Lidders. Alle Gegner vergiften. Das klingt doch gut. Setz mal gleich mal ein. Nein. Ah, diese Flederläuse. Dankeschön. Und was haben wir? Bessere Truhen. Ich brauche bessere Waffen. Mist. Ich mag doch nichts, was hüpft. Treff so schlicht. Ah, wenigstens blaues Herz. Weiß nur nicht, warum ich da nur ein halbes krieg und kein ganzes mehr. Ist halt so. Vielleicht kann das aufgelevelt werden. Noch was in dem Fass? Nö. Bisschen Gras. Opfer darbringen. Ja. Ja, ich hab Gold. Kann ich hier noch mal ein Opfer? Ich glaube, ich könnte hier auch alles kaputt machen. Vielleicht kriege ich mein Geld zurück. So, 8 Gold verdient. So. Jetzt 40 Gold. Was kriegt man? Rein 40 Gold. Wird aufgeladen. Ja, das kann die nicht leiden. Wollen wir kämpfen? Och, wir sind nicht gut gerüstet. Gehen wir weiter. Im Normalfall ja, aber jetzt sind wir gut genug gerüstet. Ein Herz mehr. So. Ach, die könnte man zerstören. Anscheinend nicht. Nee, gut. So, was haben wir denn? Rote Krone? Kenne ich nicht als Dungeon-Ding, oder? Ich habe es wieder vergessen. Da ist ein Händler, da ist Holz. Da wird Hopfen. Nee, Händler kostet nur Geld, das meine ich. Wir nehmen das Holz. Hab viel zu wenig davon. Moment. Nachher wahrscheinlich im Überfluss, aber im Moment können wir jedes Ding gebrauchen. Dann rote Krone. Interessiert mich, was das ist.
beten. Deine Besitztümer werden dich über den Tod hinaus begleiten. Ah! Verliere keine Items, wenn ich hier drauf gehe. Und schaut mal, dass es die richtige Wahl war. So viele Blümchen für die Quest. Für die Quest. Ist ja praktisch. So, hier haben wir dann ein neues Relikt. Das ist zumindest der Kelch. Ansonsten... Herzchen. Herzchen bräuchten wir eigentlich. Ah, gehen wir zu den Herzchen. Müssen wir zwar ein bisschen kämpfen, aber... Was soll's? Tja. Ah. Gegner haben halbes Leben, aber doppelten Schaden. Das heißt es. Ich dachte, ich krieg Herzchen. Falsch gedacht. Ja, Herzchen. Brauch Herzchen. Krieg keine Herzchen. Ich dachte, ich hätte einen Fluch. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Nein! Ah, da war ein Herzchen, aber ich habe doppelten Schaden kassiert und somit nicht viel gewonnen. Komm schon. Ordentlicher Schlag auf die Nuss. Auf abzuhauen. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier irgendwas. Ah, hier geht's einfach weiter. Kerze auf Stein. Und das soll Deko sein. Na gut. Was haben wir dann noch? Ein Raum ganz oben. Blümchen. Naja, klappern wir den mal ab. Ach, neue Waffen. Shit. Obwohl. Vampirdolch EX. Wunderbar, nehme ich. Wieder verwerten. So. Viel Spaß beim Waffenverkaufen. Das hat sich gelohnt, weil dadurch laden wir jetzt auch Lebensenergie wieder auf. Das gefällt mir. Schaden ist halt nicht mehr so pralle. Ah, Geschwindigkeit ist gut. Manchmal kommt es eben auf den Speed drauf an. Was hat der für eine starke Attacke? Oh. Also auch die typische, also das, was wir vorhin leicht gesehen haben im Dolch. Gar nicht so schlecht. John, Papa braucht eure Lebensenergie. Haben wir da neue Flüche? Ein explosives Projektil. Verschießt mehrere Projektile, die Gegner verfolgen. Ah. Probieren wir mal das links aus. Ich denke, rechts wäre besser gewesen, aber schauen wir mal. Einfach mal neue Sachen ausprobieren. Zum Beispiel die Tarotkarte hier. Haben wir was? Am Tag erhöht sich der Schaden um 20%. Ein Glück ist gerade Tag. So, das kann man wieder verwerten. Noch ein Gold. So, nächster Miniboss. Barbatusch. Was hast du denn da für ein Icon? Bist hier zumindest vergiftet. Weiß nicht, was der da für ein... Das ist ein Giftabsonderschleim. So, irgendwie macht er bekannte Sachen.
Schwer ist er nicht. Ja, Mist. Jetzt einmal ein Treffer. Obwohl Leben hat er echt Gutes. Macht nicht sehr viel Schaden an dem Kleinen. Er mir aber auch nicht. Und er hat zumindest keine anderen, die er beschwört, die ihn hier nur ablenken würden. Nein, hat mich getroffen. So leicht an der Schulter. Nee, komm schon. Ich weiß nicht, ob es Bosse gibt, die auch regenerieren. Das wäre auch mal unfair. Vor allem, wenn die schon so viel schlucken. Mist. Jetzt werde ich leichtsinnig. Hab ich schon erwähnt, dass ich leichtsinnig werde? Ja, der hat jetzt aber auch ein bisschen sein Muster umgestellt. Der kommt und... Das geht jetzt wieder. Aber hier dieses Spawn... Da aufbuddeln und dann kommen direkt die Feuerbälle. Weiß nicht, ob ich da einen Anhänger von mir opfern muss. Ich hoffe es nicht. Komm, gleich haben wir ihn. Ein Schlag noch. Nein, zwei Schläge. Ein kleines Geschenk, Bierenstrauch. Oh, ich nehme es Gold. Gold klingt verlockender. So, weiter geht's. Wir könnten hier zurückkehren, wir könnten aber noch einmal weiter. Nehmen wir mal als Fragezeichen drin. Werden wir es überhaupt so weit schaffen? Herzchen. Deswegen lohnt es sich immer mal wieder ein bisschen aufs Gras einzuschlagen. Ja, deutlich besser als die. Als der Hammer. Eine Statue des mächtigen Lamms. Die in Gold ist trotzdem besser. Dafür ist sie hier deutlich billiger. So. Vergiftet. Alle vergiftet. Bin echt leichtsinnig geworden. Ah, zumindest ploppen mir Herzchen raus, wie blöd. Also kann man meine Blödheit auch ein bisschen mitigieren. Aber eine lange Folge. Ja, ist auch ein langer Dungeon Run dann noch am Ende jetzt. Ja, Aljo. Und glaube das letzte Deko-Ding. Nee, das ist nur allgemeine Deko. Schade. Oh, ich glaube, hier ist wieder Schemach mit den komischen Artefakten. Vielleicht hat er ein besseres. Hat der Fuß. Friere alle aktiven Gegner ein. Oh, das gefällt mir eigentlich. Das nehmen wir. Oh, stellt euch mal das hier mit Hammer vor. Da wäre ja nichts gegangen. So. Ja, mit dem Herzchen. Und nochmal Herzchen. Wunderbar. Stonehenge. Wer hat es erschaffen? Ich weiß es doch auch nicht. Jemand, der Steinbögen mochte. Oh.
grünes Fleisch für mich. So. Ah, Herzchen wären auch gut, aber Fragezeichen ist natürlich Fragezeichen. Wir nehmen es Fragezeichen. Heute überwind ich mal hier meinen Drang nach Neugier, obwohl den überwinde ich nicht, sondern den gehe ich nach. Boah, Hirn ist schon matschig bei mir. Ratauk, hallo da, Kreuzfahrer. Setz dich durch, wenn du die nächsten Kampfräume abschließt, ohne auszuweichen. Gehört dir eine Belohnung. Aber wenn du versagst nun, dann gibt das nichts für dich. Ach, das ist eine dämliche Challenge. Ich weich doch so gerne aus. Auch wenn ich nicht gut darin bin. Kampfräume will der. Ist mir egal. Ich gehe auf Frucht. Ich gehe auf Frucht. Ja. Hopfen. Und Händler. So, was hast du? Fluchangriffsschaden um 1,25. Ja, ist gut. Ich nehme den Stein. Und Fluchangriffsschaden. Achso, die kann ich... Ah, nee, ist freigeschalten, okay. Ah, die hatten wir doch schon mal. Wieso war die nicht schon freigeschalten? Keine Ahnung. Jo, ich glaube, das ist sogar dann der letzte Boss. Also erstmal jetzt drei normale Bäume und irgendwann kommt mal ein Boss vorbei. Und danach können wir nur zum Kühl zurückkehren. Wisst zumindest nicht... dass es länger ist. Ich bin schon gescheitert, weil ich ausgewichen bin. Das ist so standardmäßig. Boah, ist mir jetzt auch egal. Hab's ja verkackt. Was haben wir? Ah, Flammenschuss. Warum nicht? Probieren wir es aus. Eingefroren. Ah, shit, die haben trotzdem noch... Frierende Gegner haben mich trotzdem noch mit Feuer abge... ...wemst. So, was ist das? Schwarzen Ichor hinterlasse ich. Und letztes von Düsterholz. Hat sich also gelohnt. Ackerparzellenschild. Ja. Läuft doch. So, links haben wir Boss. Oben haben wir... keine Ahnung. Waffen. Nekromantenhammer. Wir nehmen den Nekromantenhammer. Gegen Bosse, warum nicht? Wieder verwerten. Ah, so viel Leben haben wir jetzt gar nicht. Ich dachte, das wäre hier größer. Wallefahr. Ja. Ja, shit. Ja, da müssen wir einen opfern von unseren. Ja, auch hier. Kleine Springteufelchen. Ich komme halt nicht wirklich sinnvoll nah ran. Also ja, dauert halt dann länger der Bosskampf. Oder auch nicht. Ist schon um. So, wer darf sein? Poppy ist ganz gut. Hier auch Eligos, die alte Schildkröte ist wahrscheinlich tot. Ja, da gibt es zwei mit dem Namen Poppy. Nehmen wir mal dich. Drei Herzchen. Ja, das sollte reichen.
Oder auch nicht. Ja, zumindest das macht Schaden. So, er ist bei der Hälfte, ich bin bei der Hälfte. Ja, Viererkampf. Ich weiche echt nicht gut aus heute. Heute Abend. Jetzt im Moment. Ah, hör doch mal auf, du kleiner Springteufel. Ja, wir haben ihn gleich. Und er mich auch. Ist das nicht schön? Jetzt haben wir ihn. 39 Holz braucht man. Nehmer. So, glaub, jetzt geht's zurück. Jo, Ende der Straße. Mal sehen, wie es dem Leuchten geht. Wahrscheinlich nicht so gut, ich war echt lange weg. Aber wir haben ganz gut Ressourcen mitgenommen. 124 Holz, ein Auge. Ich glaube, wir können halbwegs zufrieden sein. Und haben nur ein Follower verloren. Boah, passiert. Irgendwann muss mich ja auch einer mal retten. So, die haben alle Hunger. Alle kämpfen, alle streiten. Schlimm hier. Heilquartier. Reinigungsposten. Also dann einen eigenen Hausmeister-Service. Das wäre gar nicht so schlecht. Mach mal den mal. Ja, und nach oben geht's. Naja, braucht wirklich Inspiration. Alle unfreundlich glauben am Ende. So, den packen wir erstmal ein. Ja, ist ja gut. Immer gleich was zu essen. Immer gleich was zu essen, Jungs. Erstmal wird er ins Loch gestopft. Ja, ist ja gut. Papa muss Essen machen. So, Gras füllt. Das füllt auch. Das füllt besser. Das füllt noch besser. Kochen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja. Ganz knapp ist das repariert worden. Ja, was willst du? Nein! Mein Glaube ist erschüttert. Ich durchschaue deine Lügen. Du bist ein Betrüger und ich muss es den anderen erzählen. Rat mal, wofür wir das Gefängnis haben. Gefängnis. Und umerziehen. Das wird wieder. Kann ja nicht jeder durchdrehen hier. So. Warte, einer ist richtig alt und hat noch eine Quest. Da. Nicht du, der andere. Nicht du, der andere. Jo. Ja, danke. Nehme ich auch gerne in Anspruch. Dich können wir doch opfern, du bist so schön alt. Du bist mir auch treu ergeben. Ich glaube, das macht es insgesamt besser. So, dann schnell eine Predigt und dann schauen wir mal, was wir noch anstellen können. Komm schon. Nein. Paar zu wenig. So, Krone, neue Doktrin. Ein Ritual, mit dem du tote Anhänger wiedererwecken kannst. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Erhalte 20 Glauben. Nö, Wiederbelebung. Wenn man irgendwie einen besonderen hat, natürlich.
Das Ritual kenne ich auch noch nicht. Das finde ich ganz cool. Schankedün. So, und dann Rituale. Dann wollen wir noch eine schöne Opferung durchführen. Gut für den Glauben. Und Poppy bietet sich ja an. Ja, plus 80. Hier. Hast mir gut gedient, kleiner Hund. Ah, er ist glücklich. Wunderbar. Und das heißt, neue Waffenstufe für mich. Macht der Fromm. Ah, das ist wunderschön. Neue Waffenstufe. Jo, glaube ich, wieder repariert. Und da hab sogar noch Fleisch bekommen. Na, das ist ein Service hier. So, dann. Jetzt sind die meisten ja wieder glücklich. So, die Fische nehme ich. Und Gold nehme ich. Ich nehme ich auch an. Naja. Du wirst verschont. Du bist ein Leichtgläubiger. Nix ist mir lieber als das. So, dann. Schildkröte hatte ich schon mal. Igel soll das, glaube ich, sein. Hatte ich noch nicht. Ich glaube, ich nehme mein Schweinchen. Anni. Hier. Holzschweinchen hat man vielleicht früher schon. Farmarbeit. So, Dünger. Rein damit. Zwei Gräberhammer. Das muss repariert werden. Nicht alles ist kaputt. Ah, von der Mission sind noch zwei da. Die habe ich vermisst. Ja, ja, Heil von der Mission. 36 Holz. Wunderbar, dann kann ich schlafen gehen. Du bist auch erfolgreich zurück. 41 Holz. Das ist ja fantastisch. So. Was können wir hier ernten? Kürbis. Du Arsch. Ja. Die hat 34 Gold gestohlen. Arsch. Oh, ein Schweinchen arbeitet auf der Farm. Das sieht so süß aus. So. Wir sind der Verräter in unserer Mitte. Was ist denn die Quest? War das gerade der, der abgehauen ist? Lass mich hier erstmal sammeln. Obwohl, die müssen, glaube ich, noch wachsen. Ich weiß es nicht. Lass mal die mal noch dran. Ja, Blumenkohl sieht aber groß genug aus. Ich würde sagen, das stimmt auch. Und die Bieren. Ich wollte nichts pflanzen, ich wollte einfach was einsammeln. Ach, meine Toilette ist wahrscheinlich voll, deswegen gehen die wieder irgendwo fremdkacken. Oh, das sieht voll aus. Ah, gut für den Dünger. Was ist denn das? Das ist doch nicht Gold, das leuchtet ja nur. Leuchtender Dünger. Wer kackt denn hier leuchtend? Umerziehen kann ich dich leider gerade nicht. Mach mal hier Goldmünzen aus. Boah, dem Zeug. Und dann brauchen wir wahrscheinlich wieder. Ah, hat nicht so viele Ressourcen tatsächlich. Und jetzt wird schon wieder Nacht. In Palermo. Und ganz gut. Dann können wir den morgen wieder umerziehen, dann passt's wieder. So, alles einsammeln. Und ich glaube, wir kaufen uns noch einen Follower. Mein wozu hammerndes Spinnchen hier. Ja, ja, hier damit. Oh, der ist aber alt. Macht ja nichts. Können Alte ja auch retten. Na, den füttern wir durch. Der wird uns nicht viel bringen. So, können wir irgendwo hinreisen, wo der andere
abgehauen ist. Ich sehe nichts. Geh mal nochmal zum Pilztypen. Vielleicht will er nochmal Pilze. Da gibt es auf jeden Fall Zeug zu kaufen. Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Oh, das ist eine geile Tarotkarte. Hatte ich auch noch nie, aber die ist praktisch. Und dann haben wir Bewegungstempo um 25% hoch. Oder erleidest du einen Treffer, wird ein Tentakel erzeugt, das Gegnern bei Kontakt Schaden zufügt. Kaufe ich alle. Ich kaufe die alle. An die Tarotkartensammlung. 61 Stück gibt es insgesamt. Ich dachte, Mensch, wir sind ja bald fertig und dann sehe ich die Scrollleiste. Boah. Da kann man sich auch vieles noch freuen. Ja, Pilzlein. Das ist nur ein Strohboden. Heustrohboden, okay. Und Dreckboden. Dafür willst du $50. Das sehe ich gerade nicht ein. So, 20 Pilze nur für dich. Ja, ja, das sind genau richtig. Okay, Susu wird dich in dieses Ritual einweihen. Ah, du darfst es niemandem zeigen. Tritt zurück oder du bekommst auch eine Gehirnwäsche. Ich bin gespannt. Lässt du sie einfach die Pilze fressen? Ja, so ähnlich. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das all deine Anhänger einer Gehirnwäsche unterzieht. Glaube bleibt 2 Tage lang auf Maximalwert. Das ist wunderbar. Nehme ich auch gern an. Fertig! Wie du sehen kannst, haben Susus loyale Anhänger jetzt eine Gehirnwäsche erhalten. Sie werden ein paar Tage lang alles machen, was Susu ihnen sagt. Und in ihren Glauben an Susu nicht verlieren. Aber manchmal kann das Ritual sie auch krank machen. Nun ja. Jetzt, da du es gesehen hast, kannst du in deinem Tempel gehen und das Ritual selbst durchführen. Schankedön. Ein Stück brauchen wir noch davon. Was haben wir hier oder da? Anhängerform. Ich hoffe, da kommt ein Pilz raus. Nicht ganz ein Pilz. Na gut, nehmen wir trotzdem. Brauchst du sonst noch was von mir? Glaube nicht. Erstmal nicht. So, dann gehen wir noch zu dem Eintypen und geben ihm das komische Auge. Und dann würde ich sagen, passt das für heute. Auch hier der Strohboden. Ah, viel zu viel Geld will er dafür. So, hier Auge. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wird auch Zeit. Schau dir das matschige Ding an. Es wird behauptet, dass diese Kreaturen alles gesehen haben, was es zu sehen gibt. Seit Jahrtausenden schweigend darüber urteilen. Genau wie meine Schwiegermutter. Hier, nimm das. Ich habe es auf meinen Reisen gefunden. Bedeutet mir nichts, aber ein Kronträger hat vielleicht Verwendung dafür. Oh, cool. Kriegt man 1/4 Teil. 3 weitere noch. Ja, ja. Wunderbar. Dann auf in den Tempel. Können wir noch einen Vlies freischalten. So. Naja, der will ein 2. Auge, das ist klar. Jetzt will ich aber erstmal mein Narwal oder mein Schwertwal da wieder bekehren. Umerziehen. Ja, das gefällt dir. Das gefällt dir. So, entlassen. Du arbeitest wieder. Und du willst Anführer. Mein Bruder und ich sind gemeinsam durchs Düsterholz gereist und wurden voneinander getrennt. Ich habe nie erfahren, was aus ihm wurde. Denkst du, du könntest es herausfinden? Natürlich. Anbremer muss ich finden. So. Sparkles, warum bist du wieder so alt? Warst du nicht erst auf Mission für mich? Warum kotzt ihr alle? Habe ich wieder falsche Sachen gekocht? Das tut mir aber leid. So, ich brauche auf jeden Fall ein neues Vlies. Und dann machen wir gleich noch eine Predigt.
wunderbar, alle sind hoch erfreut. Reicht leider noch nicht ganz, um was freizuschalten. Mach ruhig. Na, ja, fast. Also, Krone, ich kann ein neues Fließ freischalten. Alle Herzen werden durch 1,5 der Menge an blauen Herzen ersetzt. Das klingt gar nicht so schlecht. Blaue Herzchen sind halt weg, wenn sie weg sind. Maximal ein krankes Herz gleichzeitig. Also du erhältst bei jeder Ziehung einer Tarotkarte ein krankes Herz, wirst aber durch erlittenen Schaden vergiftet. Oh, das gefällt mir nicht so. Flüche verursachen doppelten Schaden und kosten nur die Hälfte an Eifer. Aber Nahkampfwaffenschaden und Lebensenergie werden halbiert. Oh, das gefällt mir auch nicht so. Aber noch was Cooleres. Das sind irgendwie alles mehr Nachteile als Vorteile. Ziehe 4 Tarotkarten zu Beginn jeden Durchlaufes, aber keine kann im Nachhinein gezogen werden. Das ist ganz okay, das hatte ich in meinem vorherigen Spieldurchlauf echt öfter. Nehmen wir mal das weiße Vlies. Boah. Passt irgendwie zum Fehl. Ein cooles Ritual, das wir machen können. Wie sieht es mit dem Glauben aus? Ist eigentlich hoch. Erwecke einen toten Anhänger wieder zum Leben. Kostet Glauben und viel Ding. Erhöhe das Tempo von Hingabe natürlich. Das machen wir wieder. Vor allem, da wir gerade ein bisschen wenig sind. Und ich eigentlich noch 2 auf Missionen schicken will. Wunderbar. Dann zurück an die Arbeit. Oh, das braucht echt nicht mehr viel. Dann können wir es upgraden. Wir beten, ein alter Seher. Ja, ja. Was hast du für Eigenschaften? Natürlicher Gehorsam, gefällt mir. Nachteule und jähzornig. Ah, muss nicht sein. Ah, der ist eh schon alt. Keine Ahnung, was der noch machen will hier. Mit dem Krückstock rumlaufen. So, Samen. Boah, Trauben. Wen schickt man weg? Elgioch. Holz oder Stein? Stein bräuchte man irgendwann auch mal wieder ganz dringend. Blumenkohlsamen. Ah, Holz ist nicht schlecht. Stein haben wir 122. Fleisch haben wir so gut wie gar nicht. Knochen auch gut. Ah, lass mal ihn mal Fleisch sammeln. Und den nächsten, den lass mal. Ah, das ist nicht so viel Fleisch. Blumenkohlsamen. Ach, was soll's. Heute. Gute Reise, gute Besserung. Keine Ahnung, was leuchtender Dünger macht. Ich brauche eine größere Samenkiste. Okay, die Bärenbüsche sind, glaube ich, soweit fertig. Und das dürfte reichen. Ja! Jetzt kann man den Kult noch upgraden. Tempel 3. Mehr Hingabe und mehr Anhänger können bieten. Ach, das ist doch schön. Und da bauen sie fleißig und freudig. Das sieht gut aus. Die Firma dankt. Na gut. Boah, ich würde sagen, das reicht jetzt für die Episode. Ah, ich kann eine Quest abschließen. Wieso kann ich denn eine Quest abschließen? Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Ach, du bist der Zeuge. Übrigens steht da Zeuge. Wunderbar. Dann jetzt aber. Ich denke, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.